Willkommen zu den Kurznachrichten. Am vergangenen Freitag brannte es in der Seniorenwohnanlage Alte Schäferei in Grevesmühlen. Alle Bewohner konnten rechtzeitig evakuiert werden. Mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung wurden zwei Bewohner ins Krankenhaus gebracht. Eine Mitarbeiterin erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in das Uniklinikum in Lübeck eingeflogen. Bis zum Sonntag wurden im Alten Hafen die Wismarer Hafentage gefeiert. Neben dem allgemeinen Spaß der Besucher kam es auch zu unschönen Ereignissen während der Veranstaltung. Ein Mann stürzte am Samstagabend in das Hafenbecken und musste gerettet werden. Außerdem kam es zu insgesamt 12 Strafanzeigen im Laufe des Festes. Am 9. Juni wurde in Wismar die Stadtvertretung gewählt. Auf kommunaler Ebene hat die SPD am meisten Stimmen erhalten. Mit 25,7 Stimmanteil liegt die Partei vor der AfD, die 22,6% erzielen konnte, als zweitstärkste Kraft. Die Wahlbeteiligung bei der Bürgerschaftswahl lag bei 58,6%. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.